So, da bin ich wieder. Willkommen zurück. Es waren jetzt, glaube ich, 3 Tage dazwischen und ja, ich bin wenigstens wieder ausgeschlafen. Und wir spielen natürlich mit der Absurdus LP GmbH weiter. Mit was denn auch sonst? Superlegierungen und so. Genau, da Die müssen wir noch was Menschen machen. glauben, damit umzugehen. Bei ihnen könnte es anders aussehen. Okay, da müssen wir 2 vernichten statt einem. Gibt auch doppelte Belohnung, also. Ja, nee, ist klar. Kriegsmission und so. Wenn wir schon eine positive Bilanz haben, müssen wir das auch ausnutzen. Da sind sie ja. Und keine Minute zu früh. Die Orbital Watch. Höre ich den Typen da oben nur nicht oder ist es komplett still? Trotzdem bedrohen sie uns mit einer Welle Schlachtschiffe nach der anderen. Wir brauchen hier unbedingt ihre Unterstützung. Wie ist bescheuert? Du wirst dir wünschen, niemals einen Fuß auf uns. Das höre ich den auch nicht. Die erste Welle wird die zweite wegfegen. Hä? Verstanden. Irgendwas verstellt unabsichtlich. Nein, alles auf 100%. Okay. Den höre ich auch nicht. Was soll der Stiefel denn? Ich kann nicht gut mit Waffen umgehen. Zwei Unterstützungsflotten abliefern und Charger zerstören. Okay, sorry, aber so wird das nichts. Ich habe keine Schimmer, was ich jetzt falsch oder anders gemacht habe. Ich starte das Spiel einfach mal neu. Bis gleich. So, wieder da nach einem gelungenen Neustart. Ich hoffe mal, dass das. Ich höre den jetzt schon wieder nicht. Ach kommt, Leute. Okay, bin gleich wieder da. Einen ganzen Rechner Neustart später bin ich wieder da. Jetzt bin ich gespannt. Sie werden alle Kräfte aufbringen müssen, die Sie haben. Das wird gefährlich. Ich fasse es nicht. Ubisoft, was da los? Kann es auch nicht sein. Möchte man erst liegt an meiner Soundkarte. Und keine Minute zu früh. Die Orbital Watch. Sie hat alles aufgefahren, was sie hat. Sie wissen, dass wir uns nicht verteidigen können. Und trotzdem bedrohen sie uns mit einer Welle Schlachtschiffe nach der anderen. Wir brauchen hier unbedingt ihre Unterstützung. Du wirst dir wünschen, niemals einen Fuß auf unser Gebiet gesetzt zu haben. Die erste Welle wird die zweite wegfegen. Was? Die erste Welle wird die zweite wegfegen? Warum sollte die Schiffe wegballern? Mein Vorgesetzter hat einen Auftrag für sie. Warum zum Henker solltet ihr eure eigenen Schiffe wegbauen? Die Anzeichen verdichten. Hör mal, ich würde es ja selbst machen. Bestätigt. Oh, hier ist noch erstmal eine Blockade, okay. Stationen. Sie greifen an. Eigentlich schade drum. Energieschilde aktiv. Ich hoffe nur, das Schild erreichen. Oh, so gut aus. Einer hat ein bisschen Schaden gefressen, aber den können wir gleich reparieren. Okay, zwei hat ein bisschen Schaden gefressen. Aber unser Veteran-Titan ist ja zum Glück schon ganz erfahren. So, so viel dazu. Aber die Dinge erstmal reparieren, alle Reparaturen tun gut. Oh, Raketenschläge, sehr schön. Roger. Oh Mann. Übertreibt mal nicht, Leute. Das tut weh. Energie auf Schilde umgeleitet. Kampfstationen. Im Gange. Okay, wir haben wieder Schilde. Im Gange.
Nebeling, das, was ich mir wünsche, aber besser als Max. Schild und Turbinen auf Maximalleistung. Nein, der muss da raus, bevor er irgendwie gegrillt wird. Bestätigt. Das endet bitter. Das endet richtig bitter. Bereit für Einsatz. Muss 7 kann. 10 auch noch sammeln. Bestätigt. Im Gange. Direkt. Verstanden. Reparaturdrohnen. Ja, los geht's. Will ich 2 Unterstützungsflotten abliefern, oder? Wir werden beschossen. Eine Unterstützungsflotte, okay. Das eine kann ich rufen. Wir werden beschossen. Die Minen lasse ich dann mal lieber. Da kommen sie. Ich werde gleich ein Schiff verlieren. Oder 2. Je nach Ausmaß. Sie greifen an. Volle Kraft voraus. Bewegung. Da kommen sie. Entschuldige, ich bin irgendwie. Ja, was denkst du, was soll ich hier machen, hä? Geht nicht. Wir werden beschossen. Wir sinken. Ja, das war irgendwie klar, dass ich jetzt ein Schiff verliere. Grünes Licht. Aber das kann ich ja nach der Mission zum Glück wiederbekommen. So schlimm ist er nicht. Oh, das zweite ist auch schon da. Wir werden beschossen. Okay, dann halten wir Flotten. Ich hab schon ein zweites Schiff verloren. Oh, oh. Mayday. Drittes. Grünes Licht. Will ich sagen, aber langsam wird's eng. Sind unterwegs. Viele Vorräte. Sind unterwegs. Aber ein paar Freunde zur Hilfe gerufen. Bestätigt. Ein paar Freunde, ja. Dann liefere mal ab. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Damit wir zumindest einen Auftrag abfertigen können. Energieschilde aktiv. Zweiter Container. Feind entdeckt. Alle bereit machen. Wo liegen hier noch Container rum? Feind entdeckt. Alle bereit machen. Die Verwundeten wurden geborgen. Das ist das Beste, was ich über die so viel Leid, so viel Tod. Worauf sind diese Terroristen bloß aus? Okay. Also unsere Flotte angeschlagen, das finde ich mal überhaupt nicht gut. Er ist angeschlagen, zerschlagen trifft's eher. Getötet, abgeschlachtet. Abgemetzelt, den Löffel abgegeben, abgenippelt. Nippel. Das habe ich nicht gesagt. Legierungen, genau, da war ja was. Ja, ich will dahin. Cool, du bist auch hier. Dann kannst du ja mal in meinem Lager vorbeikommen, wenn du magst. Ich hatte erwartet, Sie hier zu sehen. Lassen Sie mich den Sachverhalt erklären. Xamen International hofft, in der Zusammenarbeit mit Ihnen das Versorgungsnetzwerk für Nahrung in der Arktis zu erweitern. Okay, und? Ich hatte erwartet, Sie hier zu sehen. Lassen Sie mich den Sachverhalt erklären. Wir wollen neue Routen direkt ins Eis schlagen. Als unsere Konkurrenten davon hörten, bezeichneten sie uns als verrückt. Aber ihre Anwesenheit macht es möglich. Gemeinsam werden wir die Arctic Custodians davon überzeugen, dass wir der Aufgabe gewachsen sind. Natürlich werden diese neuen Routen Ihnen ebenso offen stehen wie uns. Bitte ziehen Sie keine falschen Schlüsse in Bezug auf unsere Werte.
Bei diesem Projekt geht es um Nachhaltigkeit. Wir wollen nicht zerstören, sondern versorgen. Kann ich auf Ihre Unterstützung zählen? Ach, sollen wir die zweite Insel angefangen haben? Finden Sie Überwachungsdrohnen bei den Gletschern. Wenn das mit meiner Minimap passiert, bin ich jetzt komplett bescheuert. Ach, jetzt stimmt's. Oh Mann. Ach so, da fehlten die 50.000, ich erinnere mich. Oh Gott. Die Arbeit hört nie auf, was? Ja, ich bin gleich am Weg. Sieht es denn produktionstechnisch aus? Wir haben keine Legierungen übrig. Und 21 haben wir davon. Die produzieren wir genau wo? Hier. Achso, das passiert. Klar, weil wir da Energieprobleme hatten. Und Arbeitsprobleme. Okay. Gut, Geothermalturbinen. Klar soweit, aber ohne Bergbauplatz nicht möglich. Achtung. Arbeitskräftemangel verlangsamt Produktion. Ja, das Ding ist nur, wenn ich jetzt mehr Häuser baue, muss ich halt auch alles andere dementsprechend upgraden. Beziehungsweise mangelt es halt an Gemeinschaft. Es dürfte den Arbeitskräftemangel etwas erleichtern. Aber die hat ja das Energieproblem hier schon auch. Ich hätte nie gedacht, dass du so konservativ bist. Los, deine Stimme ist wichtig. Oh, okay, muss ich wieder abstimmen. Gebäudearten verfügbar. Farmlabor, okay. Benötigt einen Kistenbauplatz, natürlich einen Küstenbauplatz. Stimulantien, okay. Naja, gut, wenn ihr meint. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Ach, was du nicht sagst. So, wenn sich hier schon Wärme ausbreiten soll, dann können wir hier auch ein paar Hütten herbauen. Ihre Einrichtungen verbrauchen mehr Energie, als sie liefern. Das verringert ihre Produktivität. Vor allem kann ich es momentan nicht benutzen, weil das eher viele Kosten verursacht. Wieso habe ich plötzlich so viele Kosten? Das ist die Arktis. Achso, klar, weil ich das Gebäude hier aus der Pause rausgeholt habe. Gut, Sie sollten dieses Vorgehen auch in Zukunft öfter anwenden. Oh, scheiße, Wärmequelle ist dann weg, ist klar. Oh